A2.3. Das Dreieck GEH ist die Grundfläche der Pyramide GEHB mit der Spitze B. Berechnen Sie die Oberfläche dieser Pyramide. Oberfläche heißt, ich muss alle Teilflächen der Pyramide berechnen. Also die Grundfläche des Dreiecks GEH plus die Fläche des Dreiecks GBE. Plus die Fläche des Dreiecks HBE plus, und jetzt ist die schwierigste Fläche, die Fläche des Dreiecks GBH. So, diese Oberfläche ist also die Summe dieser vier Teilflächen. Fangen wir mit der ersten an, also der Fläche GEH. Es gibt ja drei Flächenformeln für das Dreieck. Einmal über die Determinante, die bringen uns aber nichts, weil wir keine Punktkoordinaten oder Vektoren haben. Einmal über den Sinus, würde ich jetzt auch mal außen vor lassen, sondern ich gehe jetzt mal auf die einfachste mit a ist gleich 0,5 mal Grundseite mal Höhe. Einfach aus dem Grund, weil wie es aussieht, wir schon ein paar rechte Winkel haben und vielleicht lässt sich da mit der Formel am einfachsten arbeiten. So, schauen wir mal rein in das Dreieck GEH. Wir brauchen Grundseite und wir brauchen eine Höhe, die stehen immer senkrecht aufeinander. Wenn ich jetzt GH als bekannte Strecke als Grundseite nehme, dann wäre die Strecke EL meine Höhe und die sind ja auch schon bekannt. Also kann ich das gleich aufschreiben, setze meine bekannte Größe ein. GH, das waren die 3,7 cm und EL, das waren 3,2 cm. Tipp's in den Taschenrechner ein und lass es ausrechnen und dann kommt ein Wert von 5,9 Quadratzentimeter raus. So, nächste Fläche. Dreieck GBE. Setze ich gleich mal an, über 0,5 mal. So, das Dreieck GBE, dieses Dreieck hat hier einen rechten Winkel. Warum? Es ist ja ein gerades Prisma, das heißt, die Punkte stehen senkrecht übereinander und weiter, es gilt sogar weiter, die Deckfläche steht senkrecht über dem Punkt B. Damit ergibt sich hier eben ein rechtwinkliges Dreieck. So, was kennen wir aus diesem Dreieck? Die Strecke BE mit 6 cm ist schon bekannt. Wenn wir das mal als Grundseite nehmen, also BE, so, und dann wäre jetzt die Höhe die Strecke GE oder EG. Jetzt müssen wir überlegen, wie lange ist die. Kann man theoretisch ausrechnen, aber wer sich ein bisschen im gleichseitigen Dreieck auskennt, der schafft es noch viel schneller, diese Strecke herauszufinden. Einfach folgende Überlegung. Das Dreieck DEF war ein gleichseitiges Dreieck, das heißt, alle Strecken sind gleich lang. Wenn ich jetzt hier eine Parallele zu DF zeichne, dann entsteht aus dem kleinen Dreieck ebenfalls wieder ein gleichseitiges Dreieck. Dieser Winkel hier ist ja 60 Grad. Durch die Parallelität ist also GE gleich lang wie HE und damit müssen auch diese Winkel hier gleich groß sein. Also diese beiden. Wenn der 60 Grad groß ist, bleiben noch 120 Grad übrig für diese beiden. Und 120 Grad geteilt durch 2 sind 60 Grad. Das heißt, alle drei Winkel sind 60 Grad. Damit ist auch das kleine Dreieck ein gleichseitiges Dreieck. Wenn die Strecke GH, also 3,7 cm lang ist, dann ist GE und HE ebenfalls 3,7 cm lang. Und das setzen wir jetzt gleich ein. 0,5 mal 6 cm. Mal 3,7 cm. Ich kann es hier noch hinschreiben. GE ist gleich GH ist gleich HE. So. Einmal in den Taschenrechner eingegeben und dann erhalte ich einen Wert von ca. 12,6. Ne, Moment. Da 11,1 cm. So, nächstes Dreieck. Das Dreieck
HBE. So, das liegt hier drin, ist wiederum die Strecke BE mit drin und HE, ja, wie ich hier gerade aufgeschrieben habe, HE ist ja gleich groß wie GE. Also ist es im Prinzip genau die gleiche Formel und damit können wir sagen, das Dreieck HBE ist genau gleich groß wie das Dreieck GBE. Einfach, weil sie wäre 3,7 mal 6 cm mal 1,5, also das gleiche, was hier steht. So, warum noch das schwierigste Dreieck zum Schluss? Das Dreieck GBH. Das ist das hier. So, wieder 0,5 mal. So, von diesem Dreieck ist eigentlich bisher nur eine Seite bekannt, nämlich GH. Ich wähle jetzt einfach mal diese Seite als Grundseite. So, und jetzt brauche ich noch die Höhe dieses Dreiecks. Die muss man sich jetzt noch überlegen. Die Höhe steht immer senkrecht zur Grundseite. Und in unserem Fall wäre das also genau die Strecke LB. So, LB muss ich jetzt noch berechnen. Schauen wir also, in welchem Dreieck liegt LB. Nämlich im Dreieck LBE. Dieses Dreieck LBE ist ein rechtwinkliges Dreieck. Aus dem gleichen Grund, warum GBE ein rechtwinkliges ist. Auch der Winkel, den, wenn ich ihn jetzt ganz ergänze, ist ebenfalls ein 90-Grad-Winkel. Haben wir oben auch schon herausgefunden. Und wir kennen die Strecke LE mit 3,2 cm. Wir kennen die Strecke BE mit 6 cm. Also in einem rechtwinkligen Dreieck sind zwei Streckenlängen bekannt. Damit lässt sich die dritte Streckenlänge über Satz des Pythagoras berechnen. Dann folgt also daraus, aus ja, LB wollen wir berechnen. Die längste Seite zum Quadrat ist gleich kürze Seite Quadrat plus kürze Seite Quadrat. Also LB Quadrat ist gleich BE Quadrat plus EL Quadrat. So, setzen wir ein. LB Quadrat ist gleich 6 cm zum Quadrat plus 3,2 cm zum Quadrat. Das lässt sich jetzt wieder mit Hilfe des Solvers lösen. Oder aber ich ziehe die Wurzel daraus. Dann folgt für LB ist gleich die Wurzel aus 6 cm zum Quadrat plus 3,2 cm zum Quadrat. Einmal in den Taschenrechner eingeben. Und dann kommt für LB ein Wert von 6,8 cm raus. Jetzt einfach in unsere Formel, Flächenformel eingeben. Also 0,5 mal GH ist ja bekannt mit 3,7 cm mal den 6,8 cm. So, dass wir einen Taschenrechner eingeben und dann erhalten wir einen Wert von ungefähr 12,6 Quadratzentimetern. Und zum Schluss gilt es jetzt noch die Oberfläche zu berechnen, also nochmal alle vier Werte zusammenzählen. Der erste war 5,9 cm, der Quadratzentimeter, plus 11,11 cm zum Quadrat fehlt hier. Da HB, also das Dreieck HBE ja genau gleich groß ist, kann man auch gleich schreiben 2 mal 11,1 Quadratzentimeter plus 12,6 Quadratzentimeter. So, auch nochmal in den Taschenrechner eingeben und dann kommt ein Wert von ungefähr 40,7 Quadratzentimeter für die Oberfläche raus.